Raumfahrt, Kunstig. Wir sind heute wieder zu Gast im Universum. Ich weiß es nicht. Ich mach mal die Tür auf, ob unser Pater schon wach ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, Elon Musk, ja genau. Du, ich brauche im Februar, Anfang Februar brauche ich einfach 2 bis 3. Jan, da brauche ich 2 bis 3 Gramm Transportmittel von der, ja genau, von der Regenkapsel, genau, in der Regenkapsel, von deinem SpaceX-Projekt. Genau, ich brauche 2-3 Gramm, will ich ins Weltall schicken. Ich brauche Kunststernschnuppen. Genau. Genau, ich hab ein Projekt und da brauche ich Kunststernschnuppen. Und Elon, kannst du mir da Kunststernenschnuppen? Ja. Ich möchte auch eine. Wo gibt es? Unbedingt. Hier, aus dem Rechenzentrum. Ja, genau. Wir machen sozusagen Du, Elon, ich melde mich nochmal bei dir. Bis dann, ciao. Das ist super. Du. Wie meinst du das mit diesem Sternenstaub? Ich habe ausgerechnet. Wir haben doch hier Bauschutt. Ja. Und das ist kein Bauschutt. Das ist sozusagen regelrecht, das ist feinster Kunststaub. Und dieser Kunststaub, das ist einfach absolutes Kapital. Ich habe ausgerechnet, es sind 20.000 Tonnen hier. Und du meinst, du hast all diese Haus, Flächen, all diese Mauern. Wir verkaufen ausgerechnet? Das. Wir verkaufen diesen feinsten Kunststaub okay. für 2 Euro. Ja. Und habe ich ausgerechnet, wenn wir das alles haben, haben wir 10 Milliarden Euro. Und damit können wir uns ein wunderschönes Kunsthaus. Ich finde es eine super Idee, aber genau. Ich muss dich erstmal mitnehmen, weil das rote Sofa ist schon da, aber ich finde die Idee natürlich wunderbar. Ich bin schon mitten dabei, tagtäglich produziert und genau, ein Teil davon soll als Sternschnuppe zum Wünschen, weil das sozusagen, ja. Wie machst du die ins Weltall dann? Na, mit Elon Musk, mit seiner Regenkapsel, kommen die hoch, okay. Und dann werden die sozusagen rausgelassen okay. Im Orbit und dann fallen sie irgendwann auf die Erde und bilden eine Sternschnuppe und wir können uns was wünschen. Wow. Aber nur ein Teil davon. Also wow. So 2-3 Gramm im Monat maximal. Und das ist ein eigener Stern sozusagen. Ja, der eigene Stern, weil die so rein ist, weil die so kunstrein ist. Ist das nicht wunderschön? Das ist der Hammer. Ist das nicht wunderschön? Das ist der Hammer. Super. Ich weiß ja gar nicht, wo wir heute hinfahren eigentlich. Oh Gott. Musik ist auch noch nicht weil ich weiß nicht. Ich muss das ja. Aber ich habe ja meinen Pfeil. Da geht's ja. Wen haben wir denn? Du hast die Toilettenpapierrolle. Olaf Tiede. Wer ist das denn? Oh doch, warte. Olaf Tiede. Tiede. Der ist gar nicht im Rechenzentrum. Wo ist er denn? Der ist gar nicht im Rechenzentrum, der ist in Babelsberg. Ach du Scheiße. Aber wir kommen doch nicht mit dem roten Sofa jetzt nach Babelsberg. Wir müssen. Wir verlassen das Rechenzentrum. Ich habe einige Scheiße. Berge. Oh Gott, ich erzähle dir jetzt mal. Sorry. Okay. Wir müssen erstmal weiter. Okay. Wir haben so viel zu tun, aber erstmal Olaf Tiede. Wer ist dieser Mann? Olaf Tiede, 1957 in Babelsberg geboren. Potsdamer Künstler. Pastellmaler, Ölmaler, alles Mögliche. Von 73 bis 75. Handschriftensätze in Potsdam gelernt, von 75 bis 82 Grafikstudium in Berlin, von 82 bis 87 Handelsorganisation Potsdam gearbeitet und von 87 bis 89 hat er in der Hotel Potsdam gearbeitet. Wie unser Mann Vorteil. Er war in der Grafik, hat alles Grafikzeichen, alles. Und seit 1990. Ich möchte kurz anhalten, ich bin vorbei. Ich krieg jetzt gar nicht hin, dass wir aus dem Rechenzentrum raus müssen. Ich muss gleich runtergehen. Aber ich habe die Klagewand gesehen. Oh, Olaf, was tust du? Klagewand. Wir müssen zurück. Okay. Das ist. Ich habe so viel zu klagen. Hast du ein Stück? Ich habe hier was. Ich habe was. Papier? Oh, ich habe was. Warte, ich habe Papier. Oh, was brauche ich denn? Du weißt, was mich total stört? Staub? Oder Staub? Wie heißt das? Sternstaub. Pass auf, mich stört. Okay. Ich umarme am Tag 20, 30, 40, 50 Leute. Ich habe das nicht mehr. Ich habe die Nähe nicht mehr. Ich will Umarmungen. Ja, ich weiß, was ich will. Ich will einfach wieder Umarmungen. Was ist das bei dir? Oh Gott. Mehr Stoff. Mehr Stoff. Du, ey. Kann ich das reinmachen in die Wand? Wo ist der hin? Wir haben. Wo ist dein Zettel? So. Wo ist jetzt? Oh Gott. So, unser Sternstoff ist weg. Nein, das kann nicht sein, weil ich habe ihn in der Hand. Oh, super. Pass auf, das ist der reinste Stoff. Und ist ja kein Baustoff, das ist Rohstoff. Das ist reinster Kunstrohstoff, aus dem können wir
die schönste Kunst machen. Aber wenn wir alles abreißen jetzt. Ja, 20.000 Tonnen. So. In zwei, drei Jahren. Was kann man mit diesem Material machen? Alles. Du kannst es sammeln, du kannst im weitesten Sinne kannst du damit Träume erfüllen. Das ist der Sternschuppe. Wenn du die Sternschuppe siehst, fällt die runter und erfüllt Träume. Ich glaube da nicht mehr dran, aber wenn ich das so sehe, wie sagen. Das ist. Du, man kann natürlich auch gleich kiloweise machen und daraus Möbel machen. Vielleicht ein neues Haus. Ein neues Haus. Zum Beispiel. Aber pass auf, zurück zu Olaf. Zu wem? Zu Olaf Tieder. Oh ja, wir gehen Olaf jetzt Olaf. Ich sage euch mal ganz kurz, ihr könnt euch mal vorkommen. Wir haben einen langen, langen, langen Weg. Olaf-Tiede.de. Minus? Ja, weil... Ich finde das Olaf. Immer so... Ja, Olaf-Tiede.de. Ja. Und da ist es so, dass Olaf ein absoluter Landschaftsmaler ist. Der kennt das komplette Land Brandenburg, der ist ein Dokumentenmaler, also sprich, der dokumentiert Landschaften, Dörfer, Städte im ganzen Land Brandenburg. Ist eine Ikone von Wissen, von Potsdam. Das heißt, er kennt sich halb. Ja. Wo ist denn eigentlich unsere Musik hin? Er kennt sich komplett aus. Ich gehe jetzt an. Musik? Für das. Man muss ein bisschen improvisieren. Das ganze Leben ist pure Improvisation. Und deswegen kommen wir auch in diesen Lift. Und so, erzähl weiter. Olaf, und, ich bin so gespannt. Und Olaf, der macht ja nicht nur Bilder, der macht Pastellbilder. Er nennt sich der Künstler der leisen Farben. Das heißt, was sind leise Farben? Jetzt mag ich selbst Pastelle, natürlich auch, aber, ruhig, Licht, Schatten oder der leise Stimmung oder so. Er malt auch in Öl, aber hauptsächlich Landschaft. Aber was keiner weiß, er macht Objekte. Zeitmaschinen. So wie Da Vinci? Ja. Weil ich weiß noch, in Rotterdam, ich habe vor Jahren eine wunderbare Exposition gesehen. Von Da Vinci, ich war so begeistert. Vielleicht verschwinden wir auch in der Zeit. Er hat ja... Das war gut. Vielleicht verschwinden wir auch in der Zeit. Und das gibt es gar nicht. Vielleicht ein Fall schon lange, aber... Gut. Ja, ja, ja. Holz und mit ich weiß nicht, welche Materialien benutzen. Ja. Oh! Komplett werden wir durch die Zeit gehen. Oh komm, lassen wir zu Olaf gehen. Du, ich hab ja ein bisschen Olaf. Angst. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir unser Homebase verlassen. Aber. Olaf Tiede, oder? Ja, Olaf Tiede. Ich habe aber trotzdem Angst, dass wir unsere Wir müssen den Weg zurückfinden. Wir müssen uns sichern. Stopp! Wir brauchen eine Sicherheit. Wir müssen den Weg zurückfinden. Ich mach dann alles klar. Wir kommen vom Raumschiff. Den wickeln wir einfach wieder auf. Dann kommen wir nach Hause. Yes! Yes! Gut los! Traumen rein in die Zeit, in die Endlichkeit des Universums. Ja! Juhu! Wir entfernen uns!
Und das sind die leisen Töne in der Landschaft. Unser Kunstfaden. Genau. Guck dir weißt das du, an. Was ich mal mache? Das ist wunderbar. Himmel, Dynamik, Licht, Schatten, Natur. Das sollten wir immer machen. Das ist doch raus. Guck mal hier hinten. Da ist doch die Bäume. Was für Bäume? Na, da hinten die Bäume. Was für Bäume? Was für Bäume? Wir sind ja hier am Habitzwerger Park. Na, am Ende vom Habitzwerger Park. Wow. Der wohnt doch im Park. So nice. Er muss doch die Natur kennenlernen. Das ist doch super. Aber weißt du was? Und da sind Menschen. Aber weißt du, was ich gehört habe? Dass mehr Tiere nach draußen kommen können, weil die Menschen sind verschwunden. Ja. Aber guck dir das mal an. Da ist ja spannend zu sehen. Ich habe ein gutes in London. Ja, das ist London. Böhlschwein in London. Das ist schon eine Farbe. Das Licht, ne? Ja? Guck doch mal zu den. Ja, SpaceX von Elon Musk. Oh, du meinst. Im Februar, wo wir die ersten Sternschnuppen hochschicken. Mit dem Kunstmüll. Ja. Stern, genau. Wie heißt das? Sternschnuppenstaub. Sternschnuppen. Da oben. Kann man sie bald sehen. Ich hab noch was. Was? Ist das? Du hast doch Sternschuppen. Ja. Aber jetzt halt. Ja. Wir sind da. Ja, Babelsberg ist eigentlich auch ein schönes. Aber wir kommen aus dem Park und wir sind jetzt in Babelsberg. Bei Olaf. Ja, ja. Und, ich hab schon die ganze Schutzmaske. Bei mir. Weißt du? Ja, aber man muss ja wir hatten einen wunderschönen Garten. Ja, da, die grüne Galerie, ja, so nennt das nicht, weil wir da ein kleines Atelier legen. Grünes Atelier. Wir sind da. Wir sind da. Ich singe. Oh, ich hoffe, er macht auf jetzt. Komm. Wir waren ja lang unterwegs. Wir machen einfach die Tür auf. Komm. Da ist er. Olaf! Hallo! Wir haben es geschafft. Du aus dem Rechtssender bist hierher. Wir sind Stunden durch den Garten, durch den Park. Vielen Dank. Wir geben dir einen Schutz. Ich habe erstmal gleich einen Schutz auch für dich. Natürlich, wir müssen genau, ein bisschen. Genau. Der Kameramann hat ja immer einen Schutz, ja? Genau. Wir nicht. Rein. Komm rein. Wir sind zu viel Zeit. Und danke, Olaf. Willst du vorgehen und zeigen, wo wir hin müssen? Ja, gib mal durch. Okay, geh mal durch. Wo geht es denn hin? Ja, in die grüne, in das grüne Atelier. Oder wie hast du das, Olaf? Ja, grüne Galerie. Grüne Galerie. Ich muss euch ja mal sagen, Olaf hat, wir haben den Garten hier gemacht, wie der früher ursprünglich mal die Bauern und Gärten waren hier in Babelsberg, oder? Das heißt, kommt mal mit, nicht über den Rasen gehen, Olaf, hier. Ich darf. Komm, wir gehen mal ganz in den Garten. Tut mir leid für die Kunst, aber ich bin fasziniert. So sahen früher in Babelsberg die alten Gärten aus, oder? Ohne Baumarktpflanzen. Ohne Baumarktpflanzen. Alles Chemie. Alte Sorten. Du hast Äpfel, Quitten sind es, Birnen. Ist das von dir, Aber schnell zurück, komm, schnell zurück. Wir haben, geht vor. Man schwelgt dahin. Geht vor, die Kunst ist... Darf ich hinterher, Olaf? Ja. Okay, wow. So. Wow. So. Olaf, du bist ja ein leidenschaftlicher Landschaftsmaler. Du bist ja mit dem Fahrrad, hast ja das komplette Land... Guck mal, hier waren wir gerade, hier war jetzt der Park. Flathofturm, hier sind wir durch, die große Fontäne. Was ist das dann für ein Kastell, Schloss. Für ein Schloss? Schloss Babelsberg. Ein neogotisches Schloss ist das.
hier in Potsdam, Nikolaikirche, da sind wir auch vorbeigefahren. Der Gustav, der immer mit seinen Horn die Passanten ärgert. Und genau, Olaf, du bist ja ein leidenschaftlicher Landschaftsmaler. Du dokumentierst auch Landschaft. Wir kennen uns ja ewig und ich fand es immer faszinierend, wie du mit du kennst ja jedes Dorf, jedes Nest in Brandenburg. Und dokumentierst nicht die tollen Sachen, sondern das, was eventuell verschwinden kann. Alte Scheunen, alte Ansichten und so weiter. Woher kommt dieses Faible? Das ist eher so, dass ich damit lebe. Also für mich ist das nicht unbedingt Vergänglichkeit, sondern das sind eigentlich die wesentlichen Dinge. Also die vier Jahreszeiten, die Kreisläufe und so weiter. Also eher das, was bleibt. Ja? Wobei das jetzt auch gefährdet ist hier mit den Jahreszeiten. Also, ich sehe gerade, weil du sagst Jahreszeiten, ich sehe gerade diese ganzen Kalender hier an der... Hast du auch schon das überlegt? Sind ja alles Jahreszeiten. Also genau, das ist genau das Thema. Deswegen bin ich da immer mit dran, sozusagen das, über Jahre und verfolge, wie sich die Dinge da verändern. Auch mit dem Wasser und die Natur. Und da gehört dann natürlich die Zivilisation dazu. Also, was ist für dich Zivilisation in der Natur? Naja, die Kultur. Also das ist ja eine von Menschen gemachte Landschaft. Ne? Genau. Die ganzen Bäume, die alle hier im Babelsberger Park sind, alle künstlich gepflanzt. Ursprünglich wuchsen da so eine kleine Krüppelkiefer. Keine großen Bäume. Das ist so wie an der Ostsee. So ungefähr. Art, so Strubzeug. Ja. Da haben sie die Kühe ausgeführt. Ne? Also dieser Park, so wie jetzt mit den dicken Bäumen ist, ist ja eine künstliche Aktion eigentlich. Aber das ist eben das Tolle, wie der Mensch quasi mit der Natur arbeiten könnte, wenn er dann sich intelligent Aber ist anstellt. Die Natur nicht, es ist doch wirklich auch eine echte Natur. Es ist eine Sandkultur natürlich. Also das ist ja nicht alles wirklich durch Lenné gemacht. Nee, es muss oder? Halbe. Das ist ja der Gärtner wirkt ja nur an bestimmten Stellen ein. Der hält bestimmte Sachen hervor. Okay. Und lässt die Natur wirken. Und was inspiriert dich dann, um das Eingebrachte wiederzugeben oder um das... Ach, das sind tausend Gedanken. Das sind einmal die ganze Komposition, das sind die Farben, das sind die Strukturen, die Gerüche, alles. Ich bin manchmal versucht, also den Geruch zu malen. Wenn ich auf einer Situation bin, ein abgeerntetes Kornfeld oder so, da schlägt mich der Geruch. Und, Hat mich auch jetzt erschlagen, wo ich in deinen Garten gekommen bin. Na ja, zum Beispiel. Mit diesem ganzen Flieder. Ja, hat mich Flieder, total Flieder erschlagen. Ich denke, so Aber das sind auch die fünf Sinne, ja. Also, du bist ja auch der Maler, so sagt man, der leisen Töne. Das heißt, du hast... Was? Ich kenne ganz viele... Ich finde so leise nicht. Naja, ich meine, von den Formen her. Du hast wahnsinnig viele Werke in Pastell. Du hast sehr viele Sachen, wo Licht und Schatten eine Wirkung spielt. Hatten wir, als wir durch den Park, hatte ich mich das total in deine Werke erinnert. Und leise Töne, in dem Sinne meine ich, ich kenne ganz viele Werke, wo du Schriften dokumentierst, hast sie verloren gegangen. Die ganzen Alt-Berliner und Alt-Brandenburger Schriften, wo da über den Lehnen immer noch stand, was da drin war, die ganzen Schriften. Du bist ja vom Hause aus Schriftmaler gewesen. Genau, die Farben der Zeit. Genau. Da hast du alles. Alten Fassadenschriften. Genau, da hast du da wahnsinnig viele Pastellwerke. Und dann habe ich dich kennengelernt als Landschaftsmaler. Das heißt, wir sind ja hier in einer uralten Kulturlandschaft, das im Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, gab es ja diese havelländischen Malerkolonie. Die Bauerngärten hier. Und die hast du im Endeffekt wieder hervorgeholt. Jo, oder hier eben die Havel, ne? Die kommt einmal die Havel von der Quelle bis zur Mündung, einmal quer durch. Das sind doch alles Bücher, die man käuflich erwerben kann. Die kann man alle unter olaf-thiele.de finden. Unter Bücher einfach gehen und dann kann man sich da anhören. Aber der leisen Töne in dem Sinne, dass du dich sehr viel auch immer an die Geschichte anlehnt. Das heißt, du hast diese Havelnation, du bist ja seit 30 Jahren selbst in der freischaffenden Maler. Olaf Thiele war... 88 bis 89 warst du beim Interhotel, was heute Mercure Hotel ist, warst du der Grafiker vom Hause aus, hast Einladungskarten. Alles zu zeichnen. Es gab ja keine Kopierer und keinen Computer, ich musste alles per Hand zeichnen. Und dann kamen die Wände und dann warst du selbstständig. Und da hast du halt auch recherchiert, was ist im Land passiert. Das heißt, wir sind ein altes künstliches Kulturland mit dieser hafenländischen Malerkolonie, wo du eigentlich auch die auch schon wieder aufgebaut hast mit diesen zeitgenössischen Hafenmaler. Ich habe immer versucht, die Zeiten zusammenzuführen. Also für mich gibt es nicht, das ist alt und weg und das ist neu und modern. Das ist für mich Schwachsinn, sondern es gibt Dinge, die sind sozusagen immerwährend und dann tauchen so ein paar Sachen als Highlights auf und verschwinden wieder und manche kehren wieder. Das sind Kreise, das ist eine ganz andere Philosophie als diese
alt, alt und neu, neu, das, damit kann ich nichts anfangen. Ja, ja. Was mir aber auffällt, wenn wir jetzt über Landschaften reden, Olaf, was du gemalt hast, dann sehe ich ein Bild, was über dieser Landschaft von dem Park da herausragt. Kann ich das hier vorlesen? Ich nehme das mal ganz vorsichtig runter. Das ist natürlich ein, ich weiß es nicht. Das eine ist die visuelle Welt, das andere ist die geistige Welt. Okay. Das finde ich ein total anderes Werk. Das ist der Turm der Wissenschaft. Also hier ist alles. Das geht nicht. Wenn hier so, wir können hier schwingen, wir können von der Seite können wir reingucken. Wir sehen sozusagen die Erdkugel, dieser Beginn, wo die Erde noch eine Scheibe war. Die Vorstellung aus dem Mittelalter, dann kommt hier grobe Mechanik, Feuer. Die Antike hier mit der ersten Dampfmaschinenlogik, hier die ganzen Geometrie-Sachen. Hier ist auch Geometrie, hier ist die Erleuchtung von Alexandria. Das sind die Weltreisen der Chinesen und der Wikinger und Europäer. Pyramide, dann kommt hier langsam das Prisma, die Wissenschaften, Aufklärung. Telegrafenberg, hier die Telegrafenstation, hier der goldene Schnitt. Der Winkel, hier ist die Scheibe von Nebra, 4000 Jahre alt. Das ist die DNS-Spirale. Das ist dann hier das Ding hier von Metropolis. Albrecht Dürer, da der Fingerzeig oder auch Leonardo da Vinci, wie man will. Dann hier Erster Weltkrieg, die ganze Technik da mit den Flugzeugen, der Rote Baron. Dann haben wir die Theorie hier vom Schmetterling, die Waffen, die ganzen Primzahlen, die ganze Logik hier, Verschachtelung, Ex Libris, das sind also die Bibliotheken. Atom, Raketen, so der ganze Programm. Das gab ja mal eine Zeit, wo so eine Geschichten, Erfahrungsbilder auch entstanden sind, wo sie totalweise auch Entdeckungssachen in Bildern reingemalt haben. Lehnst du das daran an? Oder so? Na klar, das ist Symbolismus und das ist, die ganze Kunstgeschichte ist damit voll. Also die ganzen christlichen Bilder, die waren ja krachenvoll mit solchen Symbolen, was man so wusste aus der Bibel. Und es gibt natürlich auch andere Ebenen, die aus der Wissenschaft kommen oder aus der Fantastik. Aber ist das dann ein bisschen, Olaf, wenn ich jetzt so diese Bilder sehe, ja, diese Landschaften, die du da malst und dann dieser Ausdruck, ist das auch so ein bisschen ein Denken, was du zusammenfassen willst? Was wir alles so... Das ist für mich alles dasselbe. Also hier mache ich mir über Natur und Wasser Gedanken, hier mache ich mir über tausend andere Dinge Gedanken. Das führt aber zusammen. Werden ja auch die Sachen, für mich ist auch teilweise Surrealismus dabei, wird es auch immer surrealer sein, Bilder. Ich habe hinten welche gesehen, Martin, da können wir mal hintergehen. Ja. Ich war gerade hinten. Weißt du, was ich gesehen habe? Ein Pinguin! Mitten in der grünen Landschaft, habe ich gesehen. Ich habe uns hin. Die Leute draußen gar nicht. Surreale Werke immer mehrmals. Aber nicht nur das, da steht daneben irgendwo ein Clockwerk. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist der heimische Pinguin, der lebt ja auf Zeltplätzen von Heringen, die sich aus der Erde zieht. Ne? Okay. Und wo ist Heringen? Auf Zeltplätzen. Oh, die Heringe meinst du? Ja. Ich denke gleich an Heringe. Ja, weißt du, ich komme aus Rotterdam. Ja, dann, wenn man dann Heringe isst. Aber daran siehst du mal, wie im Hirn sozusagen die Assoziationsketten ständig verändert. Wie hast du genau. Zeit? Eine Objekte, die du auch malst? Das ist eine Zeitmaschine. Oh, eine Zeitmaschine. Und wenn die fertig ist, dann kann man damit reisen. Also du stellst dich da rein? Du stellst dich da rein, Olaf? Nee, ich stelle mich davor. Davor und dann gehst du weg? Dann betrachte ich mir das Ding. Aha. Und dann fängt es an zu arbeiten und dann ist eins von beiden weg. Entweder die Maschine oder ich. Wow. Also wenn das fertig ist, oder um sich gerade das Huhn will oder ich gerne hier sein. Der Beginn, was war als erstes da? Das Huhn oder das Ei? Genau, das ist genau die Formel, die da oben... Achso, oh Gott, jetzt hast du die Formel verraten. Wir schwenken mal schnell runter. Wir gehen mal überall zu den Bildern. Tut mir leid. Mir ist doch wichtig. Aber wisst ihr eigentlich, was als erstes da war? Rein von Darwin gesehen? Der Pinguin. Das ich eigentlich gut. War ja von der Evolution her als eigentlich das Ei dabei. Wenn die Hühner, die stammen ja von den Sauriern ab und die Saurier haben ja Eier gelegt. Ja, aber du hast also, auch eine komische Logik. Okay. Ja? Also ich meine, das Einzige, was wir als Künstler haben, doch, ich Olaf, und was haben wir? Durchgeknalltes Hirn. Genau, das zum Ersten. Ja, tut mir leid. Nein, aber zum Zweiten haben, was haben wir? Farbe und, Und Kopf. So, ja. Das finde ich auch ein süßes Ding. Hier vorne das Bild auf der Staffelei? Ja, das ist wie ein Märchen. Ja. Das ist ja auch süß. Das finde ich süß. Das ist auch weiterhin. Es ist sozusagen Landschaft und Surrealismus. Aber zusammen. Willst du da was? Oh ja, jetzt kommt es. Manchmal, die finde manchmal ich mit Technik. Oh, kalk mal. Das finde ich auch.
Also ich versuche die Dinge nicht auseinander, entweder oder zu machen, sondern immer zusammenzuführen. Dinge, die nicht zusammenpassen, in irgendeiner Weise zusammenzuführen, in einer harmonischen Form. Ja, und da sind natürlich die Erfahrungen aus der Landschaftsmalerei, die fließen jetzt auch in die Fantasy ein. Ne? Sorry, Olaf, dass ich dich unterbreche, aber ich würde so gerne mit dir mal was zusammen machen, einfach, um das zu fühlen, weil ich bin selber Künstlerin. Wie viele Sekunden haben wir Zeit? Zwei. So viel wie wir brauchen. Nein, du, guck wir mal, haben mein Kaffee sind noch fünf Schlucke drin. Okay. Und diese vier, fünf Schlucke haben wir auch definitiv und ich trinke langsam. Wollen wir weil ich gucke jetzt einfach. Nein, okay, für mich ist das natürlich die Inspiration, die ich jetzt aufgenommen habe von Olaf. Du, ja? Ich verschwinde einfach in den Büschen. Und Olaf muss mich leiten. Ja. Genau, ihr macht euer Ding. Er ist unser Hauptstar. Genau, ich gucke ja? Wieder an. Okay, Olaf, wollen wir das hier drauf machen? Der neue Jahreskalender von 2021 ist schon da, aber der kostet 13 Euro. Kann man die 13 aber Euro. Der ist doch nicht so, 13 Euro ist doch okay, schon, oder? Der seit 20 Jahren kostet ja so viel. Echt wahr? Du hast dich nicht genau. So, du gibst mir an und ich probiere dir zu folgen in deiner Landschaft, okay? So, was könnte das werden? Weißt du das? Naja, ich sehe hier einen Horizont oder etwas, eine sowieso. Das ist schon mal richtig, goldener Schnitt. Hier goldener Schnitt, das sehe ich auch. Ja, also ja. Hier setzen wir mal so ein bisschen okay. Das Licht an, das wird ein bisschen verwiegen. Ich sehe eine gute Farbe, die ich mir gefällt. Naja, dann ich weiß nicht, weißt du, warum ich die nehme? Weil dieser Flieder da draußen ist so herrlich, ja. Daraus müssen wir was machen. Dann machen wir was draus. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen. Dann machen wir was draus. Aber ich muss immer viele Dinge zugleich nehmen, weißt du? Wo ich sehe auch, du malst mit alles. Mit Fingern, mit Händen, das ist toll. Ja. Olaf, du bist ja auch in Babelsberg geboren, weil du bist ja nee. Oh, das ist aber. Schön, wenn das auf Legende steht, aber ist nicht. Auf der Legende. Oh, wer ist das? Irgendein Piepmatz, keine Ahnung. Wir reden ja von Landschaft. Oh komm, wir machen in der Tat Land. Ich probiere einen Baum zu machen, aber also, deine Kreide ist gut, muss ich sagen. Gute Pigmente. Sorry, jetzt bist du dran. Willst du dir, du hast auch ganz früh angefangen, ich erzähle einfach ein bisschen, mal ruhig und wir erzählen ein bisschen, du hast ja auch Comics gemalt früher. Ja. Rackeschneck oder hieß der so bestimmte Sachen? Schneckhortig und auch. Schneckhortig? Wer ist das? Du, Olaf hat Comics gemalt. Der schnellste Schneck von, naja. Der Schneck, Leute, Comics hast du mal, was hast du noch? Professor Lorch blickt durch und so, also, ach. So, Professor Lorch blickt durch? Ja. War das damals, ich weiß nicht, wo hast du den Namen her? Na, das fällt mir ein. Das sind doch Assoziationsketten. Na, also klar, okay. Ähnlichkeiten mit Bildern oder mit Worten. Das ist fängt mit Wilhelm Busch an und geht dann weiter über Comics, über Zeichentrickfilm, über Asterix. Das sind deine Inspirationspunkte? Ich habe mein Leben im Fernsehen geguckt, Bücher, ich habe 1000 Bücher. Also, aber Wilhelm Busch, wenn du sagst, das ist ja so ein bisschen so eine... Eine Kinderstube in Deutschland gewesen, oder? Vergesst mal, das Bild nicht zu malen. Wir wollen gucken, ja, zugucken. Wir sind total heiß, was da entsteht. Nebenbei, Künstlervorbilder. Oh, das fängt mit den alten Ägyptern an. Was waren das? Die Pyramidenbauer, die Obelisse, oder was heißt das? Also, die ist mit den Wandmalereien in Ägypten los, weil die sind perfekt. Die Anatomie, die Physiognomie und so weiter, die sind also hochelegant, die sind perfekt. Und dann geht es ja weiter mit den Römern. Du musst aber zwischendurch malen, ja? Weil wir müssen, ja, du musst einfach... Dann lasse ich das in Ruhe, dann sage ich nichts mehr. Such dir aus. Ich sage jetzt nichts mehr, wir sind bei den Ägyptern. Guck mal, wir haben keine, du hast so schöne Flügel gemalt, ja? Aber gut, es geht bei den Ägyptern los, ja? Ja, und dann geht es weiter über die alten Römer, dann über Mittelalter, Barockzeit. Ja, aber liebes, das ist ja unsere ganze Geschichte, das ist ja normal. Das haben wir ja alles so mitgemacht, ja? Quer durch die gesamte Kunstgeschichte und durch alle Länder. Das inspiriert mich und das versuche ich dann irgendwie zu verarbeiten. Und deswegen sind ja überall Einflüsse drin, bei den russischen Realisten, bei den Symbolisten, Impressionisten, so. Okay, Olaf. Stopp, ich trinke meinen Kaffee, ich mache jetzt weiter. Ich will trink du mal deinen Kaffee. Ja, ich trinke. Guck mal, du hast jetzt blau so schön gemacht, finde ich. Ja, das war... Aber die Kreide ist gut, muss ich sagen. Ich mache jetzt ein wahnsinniges, schönes Blau. Habe ich so Lust drauf? Ja.
Und die Musik, die du hörst, wenn du malst, das ist auch etwas, was dich inspiriert? Ja, unbedingt. Ich drehe da mir volle Kanne auf. Ja. Und, was hören wir gerade? Was ist das? Das ist gerade... Das ist afrikanisch? Das ist richtig Afrika. Fela Kuti. Okay, das finde ich... Richtig ruppig. Und das findest du lecker? Und dann deine... Da bin ich natürlich dann auch in der Motorik beim Malen. Okay, jetzt machen wir die Motorik, wenn du das hörst. Ich will sehen, wie deine Bewegung macht. Ja? Probier mal, mach mal die Motorik. Ja, zack, 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 diese Lockerheit, die hier drin ist. Ja. Das kommt alles hier aus der Motorik. Und das kommt dann hier so... Hat jetzt alle keinen Sinn, aber so baue ich mir das dann auf. Ne? The one that shows human rights. Oh ja, und so weiter. Human rights. Ach, ich höre dann Äthiopien und Trinidad und alles Mögliche und Zwing aus den 30er Jahren, Soul aus den 70ern, alles. Hauptsache schön, Handarbeit, Melodien, Stimmen. Kannst du mal die Mappe da durchmachen? Ja, komm, das kriegen wir schön, glaube ich. Guck mal, das kriegen wir richtig schön. Sorry. Ja, ich muss ja ein bisschen atmen auch. Ja? Oh, sorry, ich breche alle schönen Teile. Nein! Nicht zu viel! Mauschelt sich durch! Das mauschelt sich durch! Mauschelt! Guck mal, was ist das für ein schönes Ding? Oder? Ein bisschen ab dann noch. Ich bin da so heiß. Was ist jetzt aus dem Feuer? Ja, jetzt habe ich vorhin sauber in deinem Feuer. Komm, ich mach dir deinen Flugsauber. Was für ein Flugsauber? Der ist heilig. Ist das ein Flugsauber? Ja, der ist ja gerade, klar. Der ist ja gerade beim Starten. Human rights. Animal wonder just. Human rights. Animal can't dash me. Human rights. Wo er gleich rausschlüpft. Animal can't dash us. Schon zu sehen. Human rights. Olaf. Kaffee ist alle. Wir müssen los. Was denn geht doch? Ist schon flog? Na ja, klar. Ja, John. Du, die Hände. Ah, mein Schutz. Ja, für den Weg. Sande, nehm ich in die Mitte. Wir müssen ja vorsichtig sein, oder? Oh, yay, es ist dunkel. Wahnsinn, das ist lecker. Eigentlich müsste man so. Oh, ist das lecker. So auf der Wiese liegen, oder? Oh, riecht das. Riechst du jeden Tag und riechst den Führer? So, hier könnt ihr auch schnell Wände waschen, wenn ihr wollt. Nee, ach, brauchen wir nicht. Nö. Farbe ist nicht dreckig. Oh, okay. Ich mach mal die Licht an. Wo ist denn die Lichtschalter? Oh, das riecht lecker, oder? Oder? Oh, das ist herrlich. Mensch, ach, da sind wir schon. Olaf, traditionell. Brauchen wir Can? Brauchen wir noch hier ein Video? Auf das. Genau. Wir wollen das sehen. Ist dein Name. Hier vorne. Dein Name. Genau, dein. Also, genau. Wie du möchtest. Und? Yes. Oh, Tide. Olaf, cool. Es danke dir. Du, es war uns eine Freude. Wir müssen los. Fantastisch! Darf man nicht machen? Oh nein! Oh, nein, wir haben uns berührt! Ist doch die Farbe, oh,
dazwischen. Olaf, wir meinen so. So, nicht Fuß. Fuß, Füße. Jan, ich bitte dich. Wir müssen los. Wer will? Nee, nicht. Mein. Jetzt haben wir total verglichen. Einfach hinwerfen, einfach fallen. Aber die Kunst ist einfach so. Wo ist unser Faden? Wir müssen zurück. Wo ist der Faden? Welcher Faden? Wir kommen nicht mehr nach Hause. Wir müssen ihn aufwickeln. Jan! Welcher Faden? Ja, unser Faden. Ich glaube, der liegt im Park. Im Park, schön. Oder? Wir sind frei. Es war schön.